Und jetzt bitte, bitte, bitte ein Barbaren, ein Paladin. Oder im Notfall noch einen Miner, damit wir mehr Geld machen. Aber keine knappen Magier und sonst was. So, du bist ein Spellsieb, du wärst was Neues. Ja, stellt Mana wieder her, aber der hält so wenig aus. Und Mana und HP sind umgetauscht, das ist doof. Hier hätten wir einen Miner mit Tunnelblick und lesbisch. Und hier hätten wir ein Shinobi. Nee. Also ja, der Miner ist der einzige, der wirklich interessant für mich ist. Weil wir dann halt mehr Gold machen können. Jo, dich hätten wir gerne. Und wir haben genug Gold, um den Miner aufzustufen. Und ich bin neugierig, was die Taschenlampe auf dem Kopf macht. Also kauf wieder, sagen wir mal. Was zur Hölle? Ach, Schatzkisten werden aufgedeckt. Naja. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber okay. Wir können mit Charon handeln. Ja, komm. Je früher wir das machen, desto eher zahlt sich das aus. Außerdem schaltet es Sachen frei. Anscheinend. Und zwar was? Shinobi aufstufen zu einem Hokage. Und wie kommen wir dahin? Ah, da. Ein Lich. Ein Wesen von massivem Potenzial. Kann ich Sachen auch wieder ausstellen? Ich würde gerne den Shinobi ausstellen, dass er nicht auftaucht in der Heldenauswahl. Na gut, wir haben 23 Goldmünzen. Das ist echt nicht viel. Und davon behalten wir jetzt sogar noch was. Aha, wir haben 2 Goldmünzen gewonnen. Yay. Da haben sich die 2000 Gold, die wir investiert haben, noch glatt gelohnt. Aber ja, wir sehen jetzt auf der Karte alles. Das ist schon mal praktisch. Grün ist eine Fairy Chest, rot ist eine ungeöffnete Kiste. Ja, das heißt, wir werden jetzt zielgenau auf die Kisten zulaufen, alle Kisten einsammeln und weitergehen. Weil, wow. Ja, nee, ist klar, ist klar. Was zur Hölle ist das für ein Raum? Und was für Augen sind das? Das sind keine normalen Augen. Normale Augen schießen einen Bluttropfen, nicht fünf. Au. Ja, weg hier. Das war komisch. Also wahrscheinlich einfach nur Pech. Also war ein Raum mit ganz vielen Stacheln und ab und an gibt es hier diese Semi-Bosse. Das war wohl einer davon. Oder zwei davon. Na gut, was soll's. Wir können ja auch hier lang. Bisher haben wir noch gar keine Abzweigmöglichkeit. Das ist okay. So, du stirbst, du stirbst. Du kommst mit. Und wir gucken erstmal unten lang. Kein Schaden. Das ist bestimmt ein Doom-Was, oder? Kann ich dabei springen? Nein. Also ich müsste springen, doppelspringen, dashen. Oder springen, dashen, doppelspringen. Eventuell brauchen wir auch Dreifach-Jump, um dahin zu kommen. Na gut. Oh, sehr schön. Vampirrune für Bracer. Besser geht's gar nicht. Okay. Ganze noch mal. Und geschafft. Sehr schön. Oh. Du was. So, die Kiste kommt auch mit. Sehr schön viel Gold. Kaputt, 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 kaputt. So. Lebenspunkte fast voll. Wo sind die nächsten Kisten? Hoch und links sind eine Menge. Oh. Das ist ein sehr netter. Au. Sehr netter Zauberspruch. 33 Lebenspunkte, das ist echt nicht viel. Oh, aber jetzt schon 1500 Gold.
Links war der komische, gefährliche Raum. Oh, Hühnchen, sehr gut. Oh. So. Aber ich finde das irre, wie viele Klassen da jetzt noch freigeschaltet werden. Wir haben bestimmt noch nicht alles. Wobei recht viele davon halt eher darauf ausgerichtet sind, dass man sehr gut spielen kann. Also ausweichen und so weiter und nie wirklich getroffen wird. Aber so ein Spieler bin ich ja gar nicht. Naja, mal gucken. Oh, stimmt eigentlich. Dadurch, dass wir sehen, wo zwei Kisten nebeneinander sind, können wir sehen, wo die Übergänge sind zu den anderen Gebieten. Oder der Boss. Das ist echt praktisch. Jo, Kanone. Das heißt, oben rechts von hier ist der Übergang zum Maya. Und da sind dementsprechend dann auch wieder zwei Statuen. Das war knapp. Oh. Oh. So, bleib mal genau da stehen. Komm mal zurück hierher. So geht's auch. Und da kommen wir nur als Zwerg hin. Das ist auch doof. Na gut, was soll's. Warum ist da eine Kiste eingezeichnet? Da kommen wir von hier aus nicht hin. Okay, gehen wir erstmal zu dem Übergang nach oben. Oh. Das war gar nicht das, was ich meinte. Okay. Oh. Sehr schön. Oh, das schöne Gold hier. Und ich versuche einfach mal hier durchzukommen, so gut es eben geht. Es sind ganz schön viele davon. Oh. Es sind ganz schön viele davon. Ja, nee, das wird so nichts. Runter. Kaputt. Oh, ist das viel Gold. Ich würde echt gerne hier bleiben und mir Gold machen. Aber ich glaube, das klappt so nicht. Tonk. Komm, komm nochmal näher. Dann bringe ich dich um, kriegt er für Lebenspunkte. Und der andere ist hier recht doof, der läuft immer vorwärts. Da könnte ich Hinterspringen umbringen. Der wird bestimmt kein One-Hit sein, aber runterkriegen tue ich den irgendwann. Also komm her. Roter Typ. Du musst sterben, damit dein Kumpel sterben kann. Genau. Sehr schön. Oh. Hey, der kriegt ja auch so Schaden, nur nicht viel. Weiß ich, kann einfach so machen. Okay. Kaputt. Komischer Kerl. Na gut. Oh. Oh. Na komm, 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 komm weiter runter. So. Oh. Da ist ein Auge. Auge will ich nicht unbedingt töten. Okay, weg. Ganz schnell weg hier. Wie sieht's hier aus? Soweit alles machbar. Der Eistyp, der könnte ein Problem werden. Nein, nicht direkt reinspringen. So. So. Genau, mach deine Eisbolzen, die gehen alle kaputt. Dann mache ich dich kaputt und alles ist gut. Ist richtig schön spannend hier. Eine schöne Abwechslung zu dem ersten Gebiet und dem Wald immer wieder. Aber ein Treffer und ich bin tot. Weil wir ungefähr 40 Schadenspunkte hier bekommen pro Treffer von diesen stufigen Gegnern. Aber ja, wir sollten... Wohin? Erstmal teleportieren. Nicht zum Eingang, sondern zu dem Boss. Und von dem Boss nach unten. Und in die Kammern links und rechts uns angucken. Kein Kämpfen.
Ja, nö. Nicht, wenn ich so wenig Lebenspunkte habe. Tut mir leid. Nee. Nicht, wenn ich so wenig Lebenspunkte habe. Tut mir leid. So. Weg, 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 weg. So. Also hier müsste ich jetzt schon einen Treffer aushalten. Weil die Gegner ja niedriger Stufe haben. Nein! Dover, du was. So. Da war auch schon wieder einer versteckt. Die sind echt garstig. Vor allem, wenn man es immer wieder vergisst, so wie ich. So. Oh. Kaputt, 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 kaputt. So. Will ich da oben überhaupt hin? Nö, nicht wirklich. Weg. Weg. Hier hingucken. Oh. Na komm, schieß. So. Da oben ist ein Bild. Das könnte bestimmt einer sein, richtig. Da wäre ich nämlich sonst glatt reingesprungen, wenn ich diese doofen Dinger hier benutzt hätte. So. Sehr schön. Und die eine Münze sappel ich auch ein. Kleinvieh macht auch Mist. Wobei wir jetzt schon bei 3138 sind. Das ist echt nicht schlecht. Oh. So, Lebenspunkte sehen auch wieder einigermaßen okay aus. Aber ich sollte dennoch... Also ja, mein Plan war eigentlich gewesen, wenn ich einen Paladin-Barbaren bekomme, dann wechsle ich zwei Rüstungsteile aus. Also ein oder zwei. Und benutze dann wieder die Blutausrüstung. Weil die ja doch ziemlich mächtig ist. Und inzwischen haben wir genug Level-Ups bekommen, also Health-Level-Ups, um das auszugleichen. So, du stirbst einfach mal. Ich brauche nämlich mehr Lebenspunkte. Viel mehr Lebenspunkte. So, schieß einmal bitte. So, und jetzt komm hoch. Komm hoch, wir müssen dich töten. Wir brauchen einen Lebenspunkte-Buffer. Oh. So. Ich glaube, das reicht noch nicht. Oh. Nein. Oh. So, wo ist der doofe Schädel hin? Ich wette, irgendwo kommt jetzt gleich eine Schneekugel aus der Ecke gedonnert und wir sterben dran. Das wäre echt doof. Ah, okay, es geht. Nein. Nein, oh, zwei Lebenspunkte. Das ist echt nicht gut. Au, ja. Theresa die zweite. Eine Reihe voll. Anderthalb Reihen voll. Ja. Aber, weil es in meiner Waage noch Gold. So, wir haben einen Space Thief, wir haben einen Shinobi. Wir haben endlich wieder einen Paladin. Der aber weitsichtig ist und einen Tunnelblick hat. Besser als nix. So, 3600 Gold. Wir hätten gerne... mehr Lebenspunkte? Das kann man bis zur Stufe 75 aufstufen. Ach du Scheiße, wie lange geht das Spiel? Also wenn das echt so langfristig ist, sollten wir vielleicht doch... Da können wir uns gar nicht leisten. Eher auf die Goldsachen gehen. Oder auf die Tränke, das ist auch extrem geil. Nee, ich gehe erstmal auf die Lebenspunkte. In der Hoffnung, dass wir so jetzt mehr Blutrüstung tragen können. Ohne großartige Nebenwirkungen zu haben. Also wir hätten gerne... das Ding hier, 65 Lebenspunkte weniger. Bloodlimbs, 30 Lebenspunkte weniger. Was haben wir hier? Ranger.
500, um es freizuschalten. Aber wir haben das Blut Cape, ne? Was macht das Cape? 30 Punkte weniger. Damit kann ich leben. Das müssen wir erst noch kaufen. Blut Chestplate, nochmal 30 Punkte weniger. Und 11 Rüstung weniger. Also ne, beim Cape kann ich es ja verkraften. Da verlieren wir echt nur Lebenspunkte. Aber Lebenspunkte und Rüstung wäre nicht toll. Beim Helm ist es viel zu viel an Lebenspunkten, dass wir verlieren würden. Und beim Schwert verlieren wir Schaden. Schaden ist auch wichtig. Also nee, das geht nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch holen könnten, wäre das Ding da. Aber das kostet mehr Gold. Das ist unser nächstes Ziel. Unser Ziel für dieses Leben, wobei wir jetzt schon bei Level 58 sind. Das ist also definitiv nicht ein Leben, ein Dingens. Ziel dieses Leben, mehr als 1000 Gold zu machen, um die Blutrune für die Bracer freizuschalten. Das dürfte ja nicht wirklich ein Problem sein. Auch wenn dieses Wischiwaschi-Ansichtsding nervig ist.